Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel, die wieder so einigermaßen vollgestopft ist. Ich war nämlich endlich mal wieder bei meinem Comic-Shop, dem Fantastic Store hier in Köln gewesen und habe obendrauf noch ein bisschen Rezensionsmaterial bekommen. Und falls ihr euch fragt, warum sagt ihr schon wieder oder mal wieder im Comic-Shop gewesen, sage ich an der Stelle direkt dazu, ich habe mittlerweile diesen Rhythmus, dass ich nur noch so alle 3 bis 4 Monate in den Comic-Shop fahre, weil ich bei meinem Comic-Händler nur noch ein paar Heftserien in Abo habe und den Rest bestelle ich halt immer so je nachdem, was gerade erschienen ist, was ich dann vielleicht nicht als Rezensionsmaterial bekommen habe. Oder was ich definitiv kaufen wollte, damit ich keinen Stempel drin habe, was ja auch ab und an vorkommt bei den einen oder anderen Trade. Und so ist jetzt wieder so ein recht interessantes Sammelsurium bei mir auf den Tisch gelandet. Obendrauf habe ich noch was vom Dantes Verlag bestellt. Einmal eine Serie, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die ich eigentlich in erster Linie auch bestellt habe, weil ich mal was anderes aus dem Dantes Verlag in der Hand halten wollte als Osagi, um da so ein bisschen ein Resümee darüber zu ziehen, wie so allgemein die Haptik und Qualität des Verlages ist. Und ich finde es dann immer ganz interessant, wenn ich von einem Verlag bis dato nur einen Titel in der Hand gehalten habe, wie es auch damals bei mir mit Crosscut der Fall gewesen ist, finde ich es immer ganz interessant zu gucken, wie die anderen Titel halt so sind, von der Papierqualität, von der Bindung und was da halt sonst noch so alles geht. Und bevor ich damit jetzt anfange, fange ich einfach mal an mit der ersten Sache, die hier vor mir auf dem Lesestapel liegt, was in dem Fall Superman Heft Nummer 2 und 3 aus der Feder von Bendis ist. An der Stelle kann ich auch sagen, ich habe im Urlaub mal den DC Rebirth Run fertig gelesen mit den letzten 6 Heften, die ich lesen musste, plus Superman Action Comics Heft 1000, was der absolute Knaller gewesen ist. Für jeden, der das nicht gelesen hat, zieht es euch unbedingt rein. Da ist die ein oder andere wunderschöne Kurzgeschichte drin. Zwar auch die ein oder andere Kurzgeschichte, die so ein bisschen belanglos ist oder so mittelmäßig, aber trotz dessen sind die Geschichten, die da drin gut sind, so gut, dass sich alleine wegen den paar guten Geschichten dieses der Kauf von Action Comics Heft 1000 lohnt. Jetzt, wie gesagt, habe ich hier den Bendis Run in der Hand, der jetzt, soweit ich weiß, nur noch alle 2 Monate erscheint, weil Superman die Heftserie in den USA jetzt nur noch monatlich erscheint und da man im deutschsprachigen Raum ja immer 2 US-Hefte pro Heft hat, ist das in Deutschland halt der Intervall, dass nur noch alle 2 Monate in Heft kommt, was für mich ganz angenehm ist, weil, wie eben schon erwähnt, fahre ich nur noch alle 3 bis 4 Monate in den Comic-Shop und dann hat sich bei Superman in dem Fall nicht so viel angesammelt und ich kriege den Lesestapel, was Superman angeht, ein ganz Stückchen besser abgearbeitet. Dann ist bei mir gelandet Doomsday Clock, Band Nummer 2 von insgesamt, ich glaube 4 sollen es werden, ja, sollen auch tatsächlich 4 werden und ich finde, das Cover sieht schon so fett aus. Ich hatte das im Vorfeld auf Instagram als US-Heft gesehen gehabt und das Cover, das Motiv hat sich irgendwie bei mir eingebrannt, allerdings nicht der Schriftzug von Doomsday Clock, weswegen ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das ein Doomsday Clock Cover ist, aber das Cover trotz dessen noch im Hinterkopf hatte und die ganze Zeit vorhatte, dass wenn ich das Cover mal irgendwo sehe, dass ich mir sofort kaufe und als ich dann jetzt bei meinem Comic-Händler gewesen bin, mein Abo-Fach reingeguckt habe und das Cover da gesehen habe, ich wollte gerade sagen, wie Schuppen von den Augen gefallen, das stimmt aber nicht, aber ich habe mich dann total darüber gefreut, dieses Cover wieder bei mir gefunden zu haben, wo ich ja vergessen hatte, dass das Cover von Doomsday Clock ist. Das Event als solches habe ich auch schon bei meiner Review zum ersten Band gesagt, ist für mich viel mehr als einfach nur eine stumpfe Fortsetzung und auch das Wort Fortsetzung wird der Doomsday Clock nicht so wirklich gerecht, weil das Ding sehr viel größer ist als das Comic als solches. Also ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen, wie ich das meine und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Doomsday Clock so in 1-2 Jahren als Pflichtlektüre immer wieder erwähnt wird und hoffentlich auch immer in einen Atemzug mit Watchmen, weil das so eine wunderschöne und auch tatsächlich nötige Fortsetzung dieser legendären Saga ist und da teilweise einfach Sachen aufgegriffen werden, was teilweise einfach nur Dialoge gewesen sind bei Watchmen, die jetzt in Doomsday Clock eine viel krassere Bedeutung bekommen, wie unter anderem auch der letzte Satz, den Dr. Manhattan bei Watchmen sagt. Aber da möchte ich jetzt nicht so viel verraten, kann aber definitiv schon mal eine Leseempfehlung von Doomsday Clock raushauen. Dann geht's weiter mit Spider-Man, den Heften 5 bis einschließlich 7. Ich muss sagen, ich fand das Cover von Heft Nummer 7 auf dem ersten Blick total hässlich. Jetzt, wo ich es mir nochmal in Ruhe angucke, finde ich es recht cool, muss ich sagen. Aber die beiden Cover gehen definitiv so in diese Spider-Man-Standardrichtung, wo man Spider-Man irgendwo durch die Gegend fliegen sieht in irgendeiner Pose. Also finde ich das nicht so aufregend, die beiden Cover, wobei mir das Heft Nummer 7 ein ganz Stückchen besser gefällt als auf den ersten Blick. Ich wollte eigentlich dieses Video ursprünglich am Freitag veröffentlichen, eigentlich heute, war mir jetzt Donnerstag. Ich muss gleich zur Arbeit fahren, dachte, komm, ich mache jetzt vor der Arbeit noch schnell das Video, weil es Mittwochabend einfach nicht gebacken bekommen hat. Also diejenigen von euch, die auch Videos machen, kennen das vielleicht. Man macht die Kamera an, ist voll motiviert, ein Video zu machen und labert nur Scheiße. Und ja, irgendwie war es gestern so der Fall, weswegen ich mich jetzt nochmal vor die Kamera setze. Und der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich das Video jetzt hier eigentlich am Freitag veröffentlichen wollte. Da es aber noch das Format Spider Friday gibt, habe ich die große Hoffnung, dass ich es heute in der Pause schaffe, ein Heft von der Spider-Man-Heften hier zu lesen, deswegen ich das Heft Nummer 5 mit zur Arbeit nehme, dass ich euch nach der Arbeit heute ein Spider Friday-Video aufnehmen kann und am Freitag hoffentlich wieder ein Spider Friday-Video kommt und ihr dieses Video vielleicht am Samstag seht. So viel zu dem Thema. Dann geht es weiter mit Deadpool, wo sich auch einiges angesammelt hat, und zwar die Hefte 3 bis einschließlich 7, sprich, ich habe jetzt hier 5 Deadpool-Hefte liegen, sprich fast
fast ein halbes Jahr. Eigentlich schon krass, wie schnell sich sowas ansammelt. Also bei Deadpool wundert mich das tatsächlich. Ich glaube, bei Deadpool liegt das aber da dran, als das, wo ich das letzte Mal bei meinem Comic-Händler gewesen bin, der mir Deadpool nicht ins Fach gesteckt hatte, was in dem Zeitpunkt Heft Nummer 3 und 4 gewesen wäre, weil er irgendwie auf dem Schirm hatte, dass ich Deadpool aus dem Abo geworfen hatte, was aber in dem Fall schon ein paar Jahre her ist. Und auf jeden Fall hatte er es nicht auf dem Schirm gehabt, hat sie dann nachher in mein Abo-Fach gesteckt. Jetzt sind sie bei mir am Liegen. Ich muss sagen, die Cover sehen extrem fett aus. Ich weiß gar nicht, was davon mein favorisiertes Cover ist. Ich glaube aber von Heft 5, wo die eine Kleinzeichnung einfach mal voll reinballert und es total krass aussieht. Ich weiß nicht, was mit der Zunge da los ist. Er lutscht tatsächlich einen Lollipop. Das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, der hat irgend so eine Glocke auf der Zunge drauf. Fettes Cover, coole Reihe bis jetzt. Zumindest die ersten beiden Hefte, die ich gelesen habe. Und das wird auch so mit einer der ersten Sachen sein, die ich von diesem Lesestapel hier lesen werde. Dann geht's weiter mit den Avengers. Und zwar in dem Fall die Hefte, ich muss gucken, 5 bis einschließlich 7. Also ihr merkt schon, ich hänge bei den Heftserien total hinterher. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil mein Heft-Lesestapel, ich wollte gerade sagen, abgearbeitet ist. Aber ich sehe gerade so einen Stapel hinter der Kamera liegen. Weswegen das auch ein bisschen übertrieben ist mit abgearbeitet. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung hin, dass ich die ein oder andere Serie jetzt ein bisschen bei der einen oder anderen Serie ein bisschen aufgeholt habe. Wie zum Beispiel Superman, wo ich eben erwähnt habe. Da ich in Dan Jurgens One End zu Ende gelesen habe. Bei Batman Detective Comics habe ich auch mal wieder ein Heft gelesen. Und es ist auf jeden Fall gerade auf dem Weg dahin, dass ich meinen Heftstapel so bis Ende des Jahres hoffentlich abgearbeitet bekomme und dann auch mal wieder bei allen Serien auf aktuellen Stand bin. Dann geht's weiter mit zwei Titeln, die ich mir, wie eben schon erwähnt, beim Dantes Verlag bestellt habe. Einmal Gravel, geschrieben von den guten Warren Ellis und gezeichnet von Mike Wolfman. Mike Wolfman sagt, oder Wolfer, nicht Wolfman, Wolfer tatsächlich. Der Name Mike Wolfer sagt mir gar nichts. Als ich aber auf der Seite von Dantes Verlag gewesen bin und mir ein paar Panels davon reingezogen habe, dachte ich, okay, der Titel sieht interessant aus, und als er hier bei mir zu Hause gelandet ist, habe ich gesehen, dass das Ding in den USA bei Avatar erschienen ist. Und Avatar ist ja eigentlich so der Verlag für brutale Comics. Zumindest ist das so ein bisschen mein Empfinden. Immer wenn man die Panini-Vorschau oder andere Kataloge durchguckt und irgendwas total Krankes sieht, sieht man unten in der Textzeile meistens, dass das bei Avatar in den USA erschienen ist. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber, dass Crossed von dem guten Gus Ennis auch bei Avatar in den USA erschienen ist. Und das sagt ja eigentlich schon einiges aus. Ich habe auch schon mal hier reingeblättert. Sieht heftig brutal aus. Obendrauf ist noch der Name Warren Ellis auf dem Cover drauf und halt noch der Faktor, dass ich gerne meinen zweiten Titel aus dem Hause Dantes Verlag sehen wollte, weswegen der Titel dann jetzt auch bei mir gelandet ist. Der andere Titel, der aus dem Hause Dantes Verlag bei mir gelandet ist, dürfte keinem wundern, ist in dem Fall Osari Jojimbo Samurai, der zweite Band, und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, kann es gar nicht oft genug erwähnen, Osari hat mich komplett abgeholt. Also es ist eine wunderschöne, traurige Geschichte mit ernsten Charakteren, die auch teilweise extrem bittere Beweggründe haben in einer Welt, wo alles auf Samurai-Kämpfer ausgelegt ist und die Figuren einfach so süß aussehen, dass man sie am liebsten in den Arm nehmen würde. Allerdings ist das nicht der Grundtenor der Serie, weil der Grundtenor durch die Bank weg 1 ist und komplett erwachsene Themen behandelt. Was so ein bisschen irritierend ist, wenn man diese süßen Zeichnungen sieht, ist so ein bisschen wie bei dem guten Scotty Young, der ja auch meistens sehr süße Zeichnungen hat, bei Comics, die jetzt nicht unbedingt für Kinder gedacht sind. Fast in die gleiche Richtung geht das bei Osari, wobei ich sagen würde, man kann Osari auch ein Kind in die Hand drücken, weil dann, wenn es explizit brutal werden würde und ein Kopf abgehackt wird, geht meistens das Panel von der Brutalität weg und man sieht nur noch so zwei Bluttropfen, die ins Bild reinkommen. Oben drauf kommt noch der Faktor, dass das Ding bei seiner ersten Veröffentlichung in den USA im Jahre 1988 erschienen ist, sprich zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade 2 Jahre alt war, und man sieht es den Comic in keinster Weise an. Es ist so gut gealtert, wie kaum Comics aus den 80ern, wobei das auch übertrieben ist, weil es gibt einige Comics aus den 80ern, die sehr gut gealtert sind. Ich würde aber so weit gehen und sagen, dass Osari nochmal eine ganze Schippe besser gealtert ist, als andere Comics, die aus den 80ern gut gealtert sind. So viel zu dem Thema. Ich denke mal, die Review kommt die Tage und ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Das wird bei mir jetzt tatsächlich so eine Sonntagslektüre werden. Habe ich auch beim letzten Band gesagt, weil die Stimmung bei Osari und die Erzählgeschwindigkeit passt bei mir perfekt zu einem Sonntag. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann geht's weiter mit Tony Stark Iron Man Identitätskrise mit einem der fettesten Iron Man Cover, die ich jemals gesehen habe. Oder vielleicht sogar dem fettesten Iron Man Cover, was es überhaupt gibt. Das Ding hat natürlich eine Karte, krass harte Symbolik und Bedeutung, was die Figur Tony Stark angeht. Und das langjährige Leser und Iron Man Fan fragt man sich bei dem Cover direkt, krass, ist er wieder rückfällig? Sind es nur Rückblenden? Was hat es mit diesem Whiskyglas auf sich? Und die Frage werde ich euch dann die Tage wahrscheinlich in meiner Review dazu beantworten. Ich sage deswegen wahrscheinlich, weil ich da vielleicht auch spoilerfrei bleiben werde. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn die Review dazu kommt. Dann geht's weiter mit Scott Snyder's Justice League, wo sich auch einiges angesammelt hat. Um genau zu sein, die Hefte 3 bis einschließlich 6. Sprich, hier muss ich auch wieder 4 Hefte nachholen, bis ich da auf aktuellen Stand bin. Ich muss aber, glaube ich, sogar noch das zweite Heft lesen. Ich habe, glaube ich, nur das erste Heft gelesen, bin mir aber gerade ein bisschen unsicher. Das erste Heft allerdings hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, das, was Scott Snyder bei der Justice League abzieht, hat sich im ersten Heft schon so viel größer als diese 48 Seiten angefühlt. Und obendrauf
hat es halt extremst viele Anleihen auf den Run von Grant Morrison. Und Grant Morrison, wissen ja die meisten von euch, ist mit Abstand mein liebster Autor. Und obendrauf ist die Justice League, die Grant Morrison in den 90ern geschrieben hat, für mich persönlich die erste Justice League und die erste Begegnung mit der Justice League gewesen, weswegen die bei mir so einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und dass Scott Snyder so eine Dasche Care beschlägt, war ich da eh schon direkt abgeholt mit den ersten Heften und kann jetzt schon sagen, dass das, was gerade Scott Snyder abzieht, der absolute Wahnsinn ist. Aber ich muss echt noch nachholen. Des Weiteren, ihr habt es wahrscheinlich auch schon bei den anderen Heften gesehen, sind diesmal mal wieder so ein paar Lego-Karten dabei. Bei Marvel waren jetzt die Sticker zu Avengers Endgame dabei gewesen. Sind so Sachen, die ich aufreiße, mir einmal angucke und dann meistens als Lesezeichen benutze, bis auf die Aufkleber, wo ich nie weiß, was ich damit machen soll. Also ich habe hier locker in diesem Zimmer, ich weiß nicht, wo sie alle liegen, aber bestimmt 100 Aufkleber liegen, die mal irgendwann bei Comics dabei gewesen sind, aber steht die eh nirgendwo drauf. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Zu guter Letzt für dieses Video habe ich dann noch eins meiner Highlights, wenn nicht sogar das Highlight aus diesem Lesestapel. Ich hoffe, ich habe das neulich im Vorfeld zum anderen Comic gesagt, weil das hier ist so mit Abstand das absolute Highlight für mich. Und zwar Heroes in Crisis, geschrieben von Tom King, einer der Autoren, den zurzeit der US-Mainstream zu bieten hat. Mr. Miracle hat gezeigt, wie philosophisch der gute Tom King an einen Comic rangehen kann. Und mit Batman liefert er gerade in meinen Augen nach dem Grant Morrison Run den besten Batman Run aller Zeiten ab. Und demzufolge bin ich jetzt extremst gehypt auf Heroes in Crisis, in was für eine Richtung das gehen wird. Ich habe schon ein bisschen reingeblättert, habe gesehen, dass man hier viele Monologe der Helden erlebt. Hatte auf Instagram auch vorher den Monolog von Batgirl gesehen, wo sie halt befragt wird, ob sie den Mord an der Heldin gemacht hat. Und diese Szene war so fett gezeichnet von dem guten Clayman, Name, der mir im Vorfeld nichts gesagt hatte, und so krass in Szene gesetzt, dass ich schon fast Gänsehaut bekommen habe, wo sie sich dann hinsetzt, den Gürtel öffnet, so das Oberteil hochzieht, man dann die Schusswunde sieht, die ihr damals der Joker verpasst hatte, wo sie daraufhin erstmal im Rollstuhl gelandet ist. Krasse Sache. Ich denke mal, Tom King wird hier einiges abreißen. Ich bin auch total gespannt auf das erste DC-Event, was dann tatsächlich Tom King schreiben wird. Und oben drauf steht der Titel Crisis, beziehungsweise das Wort Crisis im Titel drin, was ja ein Titel ist, den jetzt DC Comics seit der Final Crisis im Jahre 2010 nicht mehr genutzt hat. Und die Crisis stehen ja bei DC eigentlich immer für epische Events, weswegen ich die große Hoffnung habe, dass das gute Tom King das mit Heroes in Crisis auch hinbekommen wird. Das war's meinerseits. Ich hoffe, ich habe nicht wieder einen Comic daneben gelegt. Das ist mittlerweile der Running Gag. Wenn ich einen Lesestapel aufnehme, drücke ich auf die Aus-Taste und sehe dann meistens neben mir nochmal einen Stapel Comics, die ich vergessen habe, in die Kamera reinzuhalten, die dann meistens im nächsten Lesestapel mit drin landen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Bitte ballert mir unbedingt mal in die Kommentare rein, ob was dabei gewesen ist, was ihr euch auch geholt habt. Und ansonsten sehr gesagt, lasst einen Daumen nach oben und Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Guckt auf Instagram vorbei, guckt auf Sinus seinen YouTube-Kanal vorbei. Bitte guckt beim Sinus vorbei. Sinus Dante, ich werde den auch einfach mal mit in der Beschreibung verlinken. Der Sinus macht das mittlerweile einiges an Livestreams und zwar nicht regelmäßig, aber abonniert ihr ihn, dann werdet ihr bestimmt benachrichtigt, dass er am Stissel ist. Des Weiteren könnt ihr auch mal beim Lars vorbeigucken. Ich werde auch mal sein Instagram unten in der Beschreibung verlinken. Dann habt ihr das ganze Team Comics mal wieder abgecheckt und das war's. Lasst einen Daumen nach oben, habe ich glaube ich gerade eben schon mal gesagt, sag's aber trotzdem nochmal. Und aktiviert die Glocke. Aktiviert doch mal die Glocke. Ich glaube, bei mir hat gar keiner die Glocke aktiviert. Ich meine zumindest bei zwei Leuten hätte ich das mal mitbekommen, aber das alle YouTuber immer sagen, weil das irgendwie wichtig ist. Aktiviert doch mal die Glocke, würde ich mich sehr darüber freuen. Das war's jetzt tatsächlich. Guckt doch noch bei einer Version vorbei. Oh mein Gott, das war mit 1000 Sachen zur Verabschiedung vorbei. Guckt doch noch bei einer Version vorbei, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und das war's jetzt tatsächlich. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein, ich muss zur Arbeit.